Manu. Ich gehe dann mal. Mach das. Du solltest eigentlich ohnehin nicht hier sein. Sehe ich genauso. Halt. Oh Gott. Wir müssen irgendwie ein Paket machen und dann so. Taube und Katze. Was? Verdammt, gibt's denn noch irgendwas, was man hier reintun kann? Kann ich das anzünden? Ich glaube nicht, dass die Tauben damit was anfangen zu bekloppen. Dann kann ich da ein Narkotikum. Ich glaube nicht, dass die Tauben zu bekloppen. Ein Espresso. Ich glaube nicht, dass die Suppe. Sein Schnabel ist scharf. Man bedenkt. Der Papagei. Das würde dem Papagei wahrscheinlich gefallen. Kann er aber das würde. Nein, das hatte ich ja schon. Ich bin hungrig. Ich glaube nicht, dass die Suppe. Kann ich die aufbohren? Ich glaube nicht, dass die Tauben da Suppe. Mann, kann ich den in Dietrich? Ich glaube nicht, dass die Suppe. Offenbar nicht. Fehler. Dann halt nicht. Dieser Wippvogel. Wenn man ihn anstößt, nickt er mit dem Kopf. Ja, das ist so ein Wippvogel so an sich. Für Toni. Die Katze, was kann man mit der machen? Man lässt eine Katze, die... Na, wenn ein bisschen... Halte ich der Katze einen Espresso? Stimmt. Sie könnte wirklich mal ein bisschen mehr Gas geben. Komm, Kitty. Hey, der Kaffee lässt sie schneller arbeiten. Ich sollte Projektmanager in einer Computerspielefirma werden. Das ist wohl, richtig. Kann ich der anderen Katze noch... Stimmt. Sie könnte wirklich mal ein bisschen mehr Gas geben. Komm, Kitty. Hey, der Kaffee lässt sie schneller... Ich sollte... Hi. Bitte nennen Sie. Bis später. Dann geben wir dem nochmal einen Coupon. Ich habe hier diese Geschenk... Geschenkgutscheine verifiziert. Ein leichtes Bleigewicht aus Lager 1. Geben Sie nun die Adresse ein. Wohin? Ja. Die können Sachen fragen. Oh, was sag ich nur? Adresse verifiziert. Was? Versand wird initiiert. Ja, das hatten wir. Frankierung wird gescannt. Die Frankierung ist korrekt. Ein leichtes Paket wird verschickt. Taube aus kleinem Taubenverschlag wird gestartet. Ja. Das war noch nicht... Können wir den noch mehr Espresso? Naja, wir wollen es mal nicht übertreiben. Och, schade. Können wir vielleicht die Energiekatze... Und schon läuft sie wieder mit normal. Und dann noch langsamer. Wie entspannt sie auf einmal ist. Weil dann ist sie überschnell und macht vielleicht viel zu viel Etiketten drauf, weil das Paket langsam läuft. Ich habe hier diese Geschenkgutscheine aus Tonis Laden. Das sind so meine Pläne. Geschenkgutscheine. Ja, das hatten wir ja schon. Adresse. Was? So. Frankierung wird gescannt. Fehler, das Paket ist doppelt überfrankiert. Paket mit Frankierungsstufe 3 ist ungeeignet für den Transport kleiner Güter. Auffüllung mit Knickerfolie startet. Knick. Oh yeah, ein schweres Paket wird verschickt.
Taube aus großem Taubenverschlag wird gestartet. Ja. Damit ist die große Taube weg, dachte ich. Ja, was sagt der Postböte jetzt? Hi. Bitte nennen Sie Ihr Anliegen. Du hast also ein Faible für Knickerfolie. Ja. Leider brauche ich die Knickerfolie immer nur, um Pakete mit kleinen Gütern aufzufüllen. Die und das. Ja, das hatten wir. Bis später. Ja, wie machen wir das? Das haben wir doch eigentlich schon getan. Und dann Post. Ich habe hier die... Ja, das hatten wir ja gerade schon. Eingeben. Adresse. Was? Ja, aber wie hilft uns das weiter? Frank. Fehler. Ja. Fehler. Das Paket ist doppelt überfrankiert. Ja, Paket aber mit wie sollen wir das nutzen? Ist ungeeignet für den Transport kleiner Güter. Auffüllung mit Knickerfolie startet. Ja. Knick, knicke, die Knick. Oh yeah, ein schweres Paket wird verschickt. Hm. Taube aus großem Taubenverschlag wird gestartet. Ja. Hm. Vielleicht müssen wir jetzt den Typen hier überreden, dass er seine Tauben falsch senkt. Was war das mit den Tauben? Du meinst die Tatsache, dass sie sich am Erdmagnetfeld orientieren? Ja. Ist das nicht faszinierend? Ja, das ist nicht faszinierend. Ich gehe dann mal. Mach das. Du solltest eigentlich... Sehe ich genauso. So, unser Vater hatte doch hier so ein Erdmagnetfeld-Manipulator. Irgendwo. Diese Technik ist voll für die... Ja. Schublade. Nee, das hilft mir nicht weiter. Ja, aber wo waren die? Wo ist dieses Erdmagnetfelds-Umrichtungsgerät? Das müssen wir irgendwo finden. Aber dafür müssen wir wissen, wo es ist. Also, gut, das macht ja irgendwie schon Sinn. Mikrofon. War das schon vorher hier? Egal, wir nehmen es einfach mal mit. Jetzt haben wir ein Mikrofon. Wo war denn das Aufgabe? Ja, und jetzt? So. Das habe ich seinem Chef geklaut. Besser, er sieht es nicht. Ich glaube nicht, dass die Tauben damit was anfangen. Zurück. Da fehlt ein Adapter. Kleine Klinke auf großer Blödsinn. Mhm. Sehr hilfreich. Das Mikrofon hier verschicken. Ich will das nicht verschicken. An wen auch? Der Einzige, der damit umgehen kann, bin ja wohl ich. Ja, aber was dann? Können wir das hier irgendwo auf die Gegensprechanlage
Da fehlt ein Adapter. Kleine Klinke auf großer Blödsinn. Ah ja. Was ich damit vorhabe, ist tatsächlich eine Schlagzeile wert. Aber ja, noch will ich die Katze nicht aus dem Sack lassen. Schade. Ich wusste gar nicht, dass die Stadt ein Mikro hat. Wahrscheinlich für diese ach so wichtigen Bürgerversammlungen. Ja, wahrscheinlich. Ich eingeladen werde. Hm. Da fehlt ein Adapter. Kleine, großer, blöd. Ja. Können wir mal jetzt hier den Babagei. Die Nötrufseile irgendwie anwenden. Inspektor Gizmo zu Ihren Diensten. Aha. Wir haben einen Notfall zu melden. Rufus hat die Schrauben vom Kinderkarussell geklaut. Rufus, das hätte ich mir eigentlich denken können. Was wissen Sie noch? Rufus hat die Kernschmelze im Schulreaktor erzeugt. Rufus hat die Antenne von Frau Hentels Traktor geklaut. Etwas langsamer bitte. Ich komme gar nicht mit. Können Sie das nochmal wiederholen? Na, ob das so eine gute Idee war? Können Sie das nochmal wiederholen? Ach, passt schon. Auf alle Fälle ist die Leitung jetzt ausgelastet. Der Telefonist wird sich freuen. Was wissen Sie noch? Rufus! Der Telefonist wird sich freuen. Rufus hat die Schrauben vom Kinderkarussell geklaut. Hey, cool. Rufus, hallo. Ach, du schon wieder. Lass dich kurz. Ich habe zu tun. Rufus, das Getreuschrecken im Getreidesilo! Von wo aus kann ich denn dann funken? Geht das um ein Ortsgespräch? Nein, extern. Außer also, diesmal. Na gut, dann nehme ich halt das Backup-System. Rufus, Rufus, den beleidigt. Wieso leiden? Na gut. So Rufus und nicht anders. Ich habe die Antenne von Frau Henkels Traktor geklaut. Rufus, das Getreuschrecken im Getreidesilo! Wirst du nicht mal müde? Heute ist schon mehr los als sonst. Aber solange es nur die eine Leitung ist, auf der endlos Gespräche geführt werden, kann ich es noch handeln. Ich mach das. Du solltest eigentlich ohnehin nicht hier sein. Sehe ich genauso. Dann müssen wir noch die anderen Leitungen irgendwie blockieren. Aber wie? Wo waren noch die anderen Leitungen? Bitte. Darf ich ihn interessieren? Nur, das können wir. Bis später. Wir haben das Mikro dabei, aber was machen wir damit? Ja. Ich muss weg. Das sage ich schon seit Jahren. Aber du bist immer noch da. Ja. Verdammt. Wer hatte denn noch so ein Funkgerät? Rufus! Aha! Ich will ihn lieber nicht stören. Gizmo ist Arzt, Polizist an meinen Rufus hat die Antimaschine missbraucht, um Schindeln vom Rathausdach zu stehlen. Ach ja. Ich will ihn lieber nicht stören. Schade. Gut, der beachtet gar nicht, wenn wir da sind. Das ist sehr schön. Ja, aber was machen wir jetzt? Hey, hallo. Ach, du schon wieder. Fass dich kurz. Ich habe zu tun. Von wo aus kann ich... Nein. Außerdem. Na gut, dann nehme ich das mit. Wieso? Na gut, so und... Kann ich jetzt funken? Nicht von diesem Apparat aus. Was macht die Arbeit? Ich weiß auch nicht, was da los ist. Irgendjemand billigt dir ständig eine Leitung. Ich komme kaum zur Ruhe. Darf ich jetzt vielleicht den Kopfhörer haben? Was? Nein, die brauche ich für meine Arbeit. Also, mach nicht.
Ja. Ich geh dann mal. Mach das. Wir müssen irgendwie diese anderen Leitungen besuchen. Rufus ist ein Stimme wie mir. Rufus hat die Schrauben vom Kinderkarussell geklaut. Rufus hat die Antenne von Frau Henkels Traktor geklaut. Ihr zu viel Fernsehen guckt. Rufus und ist insbesondere Rufus hat die Waschschale. Ja, man hört sehr viel. Aus oder habe es gerade aus. Ja, es ist tatsächlich derselbe. Und er spricht hier mal wieder auf die rechten Seite. Sehen wir Posthaus, der Posthaus am Paketfeld orientiert. Es handelt sich in diesem Fall tatsächlich wieder ein Hören wir uns mal an, wenn der Papagei nicht die ganze Zeit dazwischen labert. An der Stelle würde ich nämlich sagen... Speichern, überschreiben und dann höre ich mir auf an der Stelle...